Hallo und herzlich willkommen hier zu Lecco Mio Blanco, dem kulinarischen Tasting-Blog. Ihr habt in der Story abgestimmt, dass ihr FIFA Tree sehen wollt. Diesen Wunsch erfülle ich euch natürlich. Aber ihr müsst bis zum Ende dranbleiben, denn es gibt nämlich noch ein richtig geiles Gewinnspiel. Also, bleibt auf jeden Fall noch dran. FIFA Tree hat seine Produktpalette natürlich ordentlich ausgebaut und da ist auch für jeden Geschmack etwas dabei. Ja, wir haben hier bei uns, also ich habe jetzt drei Sorten mit dabei, einmal Elderflower, Tonic Water, das ist mit Holunderblüten versetzt und mit Chinchin vom China-Rindenbaum oder auch den Fieberbaum genannt. Das ist halt dafür zuständig, diese Bitterstoffe in Tonic Water freizusetzen und wenn ihr auf das Logo hier drauf guckt, hier vorne, da seht ihr auch den FIFA Tree oder den Fieberbaum. Ne? Also hat alles irgendwie einen kleinen Sinn. Dann haben wir noch Mediterranean Tonic Water. Das ist mit Rosmarin und Zitronenthymian. Und hier haben wir Premium Indian Tonic Water. Und das ist mit Blutorange versetzt. Etwas mild, also nicht mild, sondern doch mild, süßlicher. Und dafür gibt es noch ein Pendant. Aber da komme ich gleich zum Schluss drauf. Jetzt noch eine kleine historische Angelegenheit. Und zwar, wie ist überhaupt Tonic Water zustande gekommen? Damals, zu Kriegszeiten, wurde bei den Militaries aus Großbritannien wurde verordnet, dass nicht Gin Tonic, sondern der Tonic in rauen Mengen verzehrt werden musste. Da nämlich das Chinchin gegen Malaria helfen sollte, bis es irgendwann durch ein synthetisch erstelltes oder hergestelltes Medikament abgelöst wurde. Aber das hat nur gewirkt, wenn man es halt regelmäßig und in rauen Mengen trinkt und es hat nicht so geschmeckt, wie es heute schmeckt, sondern wahrscheinlich sehr, 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 sehr bitter. Und da haben sich die Soldaten einen Trick einfallen lassen und haben das mit typisch englischen Gin verstreckt oder gestreckt und somit ist halt auch der Longdrink Gin Tonic zustande gekommen und ist sozusagen ein Szenegetränk, was bis heute andauert. Tonic Water eignet sich hervorragend für Longdrinks. Man kann es auch pur trinken, also ich mag es. Ich mag gerne so dieses Bittere und das ist für mich sehr, sehr erfrischend. Also ich mag es wirklich sehr gerne. Eisgekühlt natürlich mit einem schönen Schuss Gin ist es natürlich auch super genial. Da gibt es aber auch wieder unterschiedliche Gin-Sorten. Da gibt es welche mit auch mit Thymian und so weiter. Also gibt es unendlich viele. Da werde ich euch auch demnächst noch mal ein paar andere zeigen. Also, wir haben jetzt hier Premium Indian Tonic Water und ich muss sagen, das hat mich echt überzeugt. Voll genial. Schmeckt richtig, richtig gut. Also es ist bitter, aber nicht allzu bitter. Und gerade für diejenigen, die das nicht so bitteres Tonic Water mögen, ist, glaube ich, das Premium Indian Tonic Water richtig genial. Also man schmeckt so eine ganz leichte orangige Note. Also nicht, dass man jetzt sagt, oh, das schmeckt total nach Orange, das überhaupt nicht. Sondern so wie der Abrieb der Schale. So würde ich es irgendwie beschreiben. Aber, also ich finde es gerade, weil es so fruchtig ist, ich bin ja eher so dieser fruchtige Mensch, finde ich es schon ziemlich, ziemlich klasse. So, jetzt probieren wir auch noch Holunderblüte. Oh, also die Holunderblüte kommt richtig genial durch, muss ich sagen. Und also das ist noch wesentlich süßer als das hier. Obwohl es ja alles bitter ist. Für alle, die eine gute Alternative für ihren Gin suchen, der eher ein bisschen lieblicher sein sollte, anstatt zu trocken, das ist ja mal einfach eine Geschmackssache, finde ich den Elderflower, boah, richtig
Genial. Richtig genial. Richtig gut. Oh, da könnte man richtig geniale Rezepte draus machen. Das sagen wahrscheinlich einige, die sich das angucken, was, hat er noch nie Fever Tree? Nein, ich habe echt noch nie Fever Tree getrunken und ich probiere es gerade zum ersten Mal. Also, daher begeistert. Super. Jetzt kommen wir zum letzten, zum Mediterranean Tonic Water. Ja, total geil für die Outtakes auf alle Fälle. Ich probiere es auch mal aus. Oh. Also da kommt auf alle Fälle, also Rosmarin rieche ich definitiv raus. Jetzt bin ich gespannt, was man so auch dieses leichte Zitronige, und da ist ja Zitronenthymian mit drin. Und ich probiere es einfach mal aus. Ist ein bisschen herber. Aber, also ich mag ja Tonic Water total gerne, aber dass man so viele Unterschiede damit reinbringen kann, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, ja gut, Tonic Water ist Tonic Water, was will man jetzt irgendwie anders machen? Aber Fever Tree beweist einfach, dass man unterschiedliche Geschmäcker damit reinbringen kann und die sogar sehr, sehr wichtig sind. Wer hier zum Beispiel sagt, okay, ich möchte gerne eher mehr die Kräuter, ätherischen Öle mit reingehen, sollte sich unbedingt halt mit dem hier aus. Ich kann das Wort nicht aus. Mediterranean. Mein Gott, jetzt, das ist echt peinlich, ob ich das lieber auspiepe. Ist wie gesagt ein bisschen deftiger, will ich einfach mal sagen. Süßlich, aber trotzdem süß. Aber mit Holunderblüte, also halt den Elderflower, geht es halt nochmal um eine ganze Ecke süßer. Also da ist es für diejenigen, die sagen, okay, ich möchte meinen Gin oder meinen anderen Longdrink mal ein bisschen anders pimpen und aufbereiten. Elderflower ist genial, aber auch Indian Tonic Water ist ja extrem wichtig, finde ich jedenfalls gerade durch diese Orangennote, aber nicht zu verwechseln, nicht, dass jetzt einer testet und sagt, das schmeckt gar nicht nach Orange, sondern es schmeckt so ein bisschen wie so diese Schale, auch die ätherischen Aromen oder Öle, die in einer Orange, Blutorange mit drin stecken. Also es hat alles seine Daseinsberechtigung und ich würde sagen, weiter so, macht noch mehr von diesen Produkten. Ich bin völlig gespannt darüber, was ihr noch als nächstes rausbringen werdet. Auf diesen Sinne stoße ich jetzt mal an. Schickt mir gerne auch mal Alternativen, falls ihr irgendwie andere Tonic Water kennt, die ich unbedingt mal ausprobieren sollte, schreibt es unten in die Kommentare. Ihr habt jetzt die Chance auf ein geniales Gewinnspiel. Was ihr dafür tun müsst, ist gar nicht mehr so schwer, aber erstmal zeige ich euch, was ihr gewinnen könnt. Tada! Und zwar eine Verkostungsprobe. Ist ja natürlich ganz klar, bei einem Tasting-Kanal solltet ihr auch verkosten können. Wir gucken hier mal rein. Und siehe da, wir haben hier einiges. Also wir haben hier zum Beispiel das Premium Indian Tonic Water. Wir haben das Premium Dry Tonic Water. Das ist ähnlich wie das Indian, bloß halt ein bisschen trockener, weniger Zucker mit drin. Das Mediterranean oder Mediterranean, könnt ihr jetzt mal selber sagen. Haben wir sogar zweimal mit drin. Das Elderflower und sogar ein Ginger Beer haben wir sogar mit dabei. Und diese, wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, hätte ich auch gleich zählen können, 6 Flaschen in diesem Probierpaket. Dieses Probierpaket könnt ihr nämlich gewinnen und das ist nämlich ganz einfach. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere mich natürlich auf Facebook, Instagram und YouTube. Lass einen Kommentar da, wie du dieses Tonic Water genießen würdest. Also entweder pur oder mit einer Spirituose. Ich bin auf deine Idee gespannt. Und jetzt kommen wir noch zum ganz spannenden Teil. Mit wem würdest du das gerne genießen? Schreib's auch in die Kommentare, verlink deinen Freund da drin. Und dann werden wir das Ganze auslosen. Den Gewinner werde ich hier in den Kommentaren präsentieren. Das heißt, ihr müsst dann natürlich reingucken, wenn ihr bei YouTube seid, guckt da rein, ob YouTube überhaupt gewonnen hat. Wenn es bei Instagram ist, guckt ihr rein, ob es überhaupt bei Instagram gewonnen wurde. Oder wenn ihr bei Facebook seid, dann guckt ihr natürlich, ob es bei Facebook gewonnen wurde. Das ganze Gewinnspiel läuft bis zum 23.08.2020 und ich werde es in den Kommentaren bekannt geben. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt lecomioblanco.de. Ja, also bis später.
viele, viele unterschiedliche Produkte und ich fange ganz von vorne an, weil ich ganz falsch angefangen habe. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann solltest du es natürlich auch abonnieren. Nicht nur das Video, sondern den ganzen Kanal auf Facebook, Instagram. Ich mach's nochmal. Fevertree. Wann werden wir es auslosen? Ich weiß gar nicht. Und dann gebe ich dem bekannt den Chichin oder China-Rindenbaum oder Fevertree. Jetzt habe ich schon ganz schön viel im gesagt, ne? Da ist jedem sozusagen freie Bahn. Nee. Wenn euch das Video gefallen hat, dann solltet ihr natürlich diesen Aber ich glaube, für diejenigen, die eine gute Alternative. Für all diejenigen, die eine gute Alternative. Mein Gott!